Herzlich willkommen zu den News aus der Formel 1 und jetzt geht es natürlich wieder, so wie ihr es bereits kennt, um die Rennanalyse vom heutigen Großen Preis aus Südkorea. Und da der Leon heute nicht da ist oder keine Zeit hat, habe ich mir den Arne als Verstärkung geholt. Hallihallo. Hallo, hallo. Hallo. Gut. Ja, dann fangen wir erstmal so wie üblich mit dem Rennverlauf an. Und ja, der Arne wird nachher das Insgesamtergebnis sagen. Er kann aber natürlich auch gerne noch, wenn er möchte, immer zwischendurch gerne etwas sagen zu dem Rennen, falls dir etwas aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist. Das ist ja mal öfters bei dir der Fall, dass dir mehr auffällt als mir. Bei mir. Also, dass dir mehr auffällt als mir. Ach so, ja, okay. Gut, also fangen wir erstmal mit dem Start an. Ja, und da blieb das erstmal. Zumindest bis zur ersten Kurve hin eigentlich alles auf demselben Level, sag ich mal. Also alle sind, die ersten drei sind sehr gut weggekommen, haben ihre Plätze behalten. Denn allerdings ging es schon zu der ersten Geraden, zu der Darf ersten ich schon langen. was sagen? Ja, dann mach. Ich wollte nur kurz einbringen, dass der einzige unter den Top 10, der auf den harten Reifen losgefahren ist, der gute Adrian Sutil war. Gut. Dankeschön, Arne. Bitte. Ja, okay, auf jeden Fall. Die ersten drei kamen auf jeden Fall ohne Probleme weg. Und dann sind wir schon auf die lange Gerade, wo ja bereits schon wieder Windschattenduelle war, obwohl nicht mal DS offen war. Allerdings ist natürlich beim Start ist das Feld natürlich weitaus enger zusammen als im Rennen nachher, wenn Runde 1, 2, 3, 4 vorbei ist, weil eben halt dort sich das natürlich alles noch staut und so und mehr Windschatten vorhanden ist. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, die erste Kurve doch recht fehlerfrei ab. Also ich habe jetzt, ist mir zumindest jetzt nicht aufgefallen, dass einer irgendwie weit von der Strecke abgekommen ist. Doch einer. Und ja, dann kam eben halt schon der erste Angriff von Sebastian Vettel in Kurve 4. Auf Kurve 4, das ist die zweite lange Gerade nach der ersten, würde ich sagen, nach der richtigen langen Geraden, die nächste langen Gerade, kam der Angriff von Sebastian Vettel. Sebastian Vettel überholte den guten Lewis Hamilton von innen. So ist es richtig. So. Und ja, der gute Mark Webber ging in diesem Fall auch sogar an Jenson Button vorbei. Allerdings hatte Jenson Button etwas mehr Pech, denn der hing fest denn nachher und musste dann den Felipe Massa und auch den Fernando Alonso vorbeilassen und fiel damit natürlich auf Platz 6 bereits in der ersten Runde zurück, also von 3 auf 6 für den Jenson Button. So, dann konnte sich Sebastian Vettel etwas absetzen vom Feld und hatte zum Glück nachher schon einige Sekunden Vorsprung, oder sagen wir knapp über eine Sekunde Vorsprung, um nicht vom DS-Fenster erwischt zu werden. Und ja, Michael Schumacher machte auch einige Plätze bereits gut, war bereits schnell auf Platz 10 gekommen und ja, dann sag ich mal, lief es etwas locker, also es passierte nicht wirklich viel. Runde 4 überholte Sebastian Buemi einen Williams und war damit auf Platz 14. Die Toro Rosso ist sehr, sehr stark auf der Geraden. Also sie hatten wirklich Topspeed, also die haben ihr Auto wirklich nur auf Topspeed eingestellt. So schien es mir, weil ich glaube gar nicht laut Formel1.com hatten sie, glaube ich, eine Topspeed von 320 ungefähr. Also das war eindeutig mehr als das, was die Red Bulls und so hatten. Natürlich nur gut. Die Red Bulls hatten auch nicht wirklich viel DRS. Zumindest Vettel nicht. Gut. Ja, Michael Schumacher ging denn nachher in Runde 5 an Paul Di Resta vorbei und war der 9. Und ja gut, Sebastian Vettel konnte nachher mal sukzessive, kurz vor den ersten Boxenstopps bereits, seinen Vorsprung immer ein bisschen weiter ausbauen. Und hatte, glaube ich, nachher zum Ende hin, glaube ich, schon 4 Sekunden, glaube ich, schon fast Vorsprung beim ersten Boxenstopp, oder? Kein. Warte mal, ich gucke mal. Wann war denn der erste Punkt? Der erste Boxenstopp war in Runde. Jetzt mal gucken. Also Hamilton war in. Ja, wo war denn der Hamilton jetzt in der Box? Der Hamilton war Da noch in nicht, also Runde Runde 12 noch 15. In Runde nicht. 15 war er in der Box. Ah, Moment. Bring da mal hin.
Ja, der andere hat es ja aufgenommen, der kann dann immer schnell gucken. Auf jeden Fall kann man sagen, die Boxenstops wurden eröffnet in Runde 10 von Kamui Kobayashi und Rums Barrichello. Kamui Kobayashi, der heute nicht wirklich sein bestes Rennen abgeliefert hat, aber allerdings muss man dazu sagen, war die Sauberleistung heute auch wirklich schlecht. Also, es waren 5,264 Sekunden Vorsprung. Gut, dann haben wir das auch schon mal, auf jeden Fall auch schon mal. Und ja, denn in Runde 13 gab es schon die erste Rangelei, nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen Jenson Button und Nico Rosberg in der Boxengasse. Das Team von Mercedes hatte etwas schneller gearbeitet als das Team von McLaren Mercedes. Nico Rosberg kam hinter dem guten Jenson Button in die Box, konnte allerdings durch die schnelle Boxenarbeit seiner Crew sich ganz, ganz knapp wirklich vor Jenson Button schieben und die sind beide fast nebeneinander gefahren in der Box, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und na ja gut, dann ging es aus der Box raus und Nico Rosberg war kurzzeitig vorne, allerdings hat er sich sofort verbremst. Jenson Button ging wieder vorbei, allerdings hatte Jenson Button, sagen wir mal, vielleicht vergessen, dass denn der gute Nico Rosberg in diesem Fall wieder hinter ihm ist und dadurch den Flügel wieder aufmachen konnte. Und hat sich natürlich gleich dann wieder den Platz zurückgeholt. In Runde 14 kamen dann der gute Marc Webber, Felipe Massa, Vitaly Petrov, Michael Schumacher und Sebastian Buemi in die Box. Und ja, eine Runde später packte sich dann Button wieder den Nico Rosberg als Revanche für die Runde zuvor. In Runde 15 kam dann der Lewis Hamilton in die Box. Und ja gut, holte sich auch erneut Supersoft ab, genauso wie der Jenson Button, der doch Supersoft, während der Nico Rosberg auf Soft geblieben ist. Runde 16 war dann der Boxenstopp von Sebastian Vettel. Er war der längste, der mit draußen war, mit Fernando Alonso zusammen. Und ja, und dann kam war Vettel draußen aus der Box, gab es schon die Safety-Car-Phase. Und zwar, weil der gute Vitaly Petrov den Michael Schumacher komplett abgeschossen hat. Und ah, gut, da hat er sich etwas vertan, war im Duell mit dem Fernando Alonso. Der Fernando Alonso wollte den. Der Petrov war hinter Fernando Alonso, hatte DRS, hat den Fernando Alonso überholt, dann wollte Fernando Alonso sich natürlich hinten gleich wieder ranhängen und beide hatten sich natürlich komplett vertan beim Anzeitpunkt und ja, Vitaly Petrov konnte nicht mehr ausweichen, aus den Michael Schumacher komplett reingefahren und ja, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, Arne? Du hast da schon mal neuere News noch dafür? Der gute Vitali Petrov hat dafür auch, es wurde ja angezeigt, dass es nach dem Rennen besprochen wird, glaube ich, ne? Das war die Sache. Genau. Und er hat dafür jetzt eine Strafe gekriegt, und zwar 5 Plätze nach hinten in der Startaufstellung in Indien. Ja, gut, in Indien. Gut, die Strecke kenne ich jetzt noch nicht. Mal gucken, ob das ein Nachteil für ihn ist dort. Ob man dort sehr gut überholen kann. Auf jeden Fall, für beide war das Rennen beendet danach. Und ja, Safety Car Phase ging dann knappe 4 Runden. Wurde mir freigegeben und Sebastian, 23. Runde. ja, in der 21. Runde, genau. Und ja, Sebastian Vettel konnte hatte auch das Glück, dass noch kein DRS verfügbar war. Das wurde erst natürlich einige Runden später wieder freigeschaltet und hatte so wieder die Chance, sich knapp über eine Sekunde abzusetzen von dem guten Lewis Hamilton. Und ja, jetzt mal kurz gucken. Auf jeden Fall war dann erstmal wieder nicht so wirklich los. Auf jeden Fall, Sebastian Vettel konnte sich vor Lewis Hamilton behaupten. Der kam nicht wirklich näher ran. Also er war nie unter eine Sekunde dran. Ne? Und wenn er dran war, dann konnte Sebastian Vettel sich wieder bereits so sehr absetzen im mittleren Sektor. Natürlich ist der kurvenreiche Sektor das wie der Red Bull-Land, genauso wie der letzte Sektor. Also der letzte Sektor war ja auch noch wieder Dominanz von Red Bull, besonders im Rennen. Und ja, in der 25. Runde wurden die zweiten Boxenstops eröffnet, erneut durch Kamui Kobayashi. Und in Runde 27 dann der Nico Rosberg, der beide Ferraris hinter sich hatte, wollte den Felipe Massa hinter sich halten, auf der langen Geraden, aber der hatte natürlich DRS und Nico Rosberg verbremste sich total und musste nachher beide Ferraris sogar durchlassen. Und Weil dann sie die Supersoften drauf hatten und besseren nee, Alonso hatte die Soften drauf. Gucke gerade.
Also ich habe hier oben irgendwas gelesen von, dass der Soft gewählt hatte beim zweiten Boxenstopp. Auf jeden Ja, Fall. okay, aber auf jeden Fall hat er das ganze Kers dafür verwendet, der gute Fernando Alonso. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, der Nico Rosberg ist dann auch sofort in die Box gefahren und jetzt wollen wir mal gucken. Genau, der Nico Rosberg ist in Runde 28 in die Box gefahren. In Runde 33 waren dann Sebastian Vettel eine neue Zwischenrunde gefahren mit 1:42:0 und ja, Mark Webber und Lewis Hamilton duellierten sich Kurve für Kurve. Das war bereits da schon der Zweikampf des Rennens, kann man schon sagen. Der ja besonders das letzte Drittel des Rennens doch prägte. In Runde 35 war es dann soweit. Sebastian Vettel, Jenson Button und Felipe Massa gingen beide an die Box. Fernando Alonso blieb dagegen noch etwas draußen, wollte die Führung wohl gerne ein bisschen haben und kam erst in Runde 37 in die Box. Und ja, gut, dann ging es eben halt in die Schlussphase, wo denn der gute Mark Webber und Lewis Hamilton sich Runde um Runde duelliert hatten. Der erste Sektor. Da hat der gute Lewis Hamilton immer sein gesamtes Cash auf langen Geraden aufgebraucht, damit der Mark Webber nicht wirklich nah rankommen konnte. Im mittleren Sektor war er dann immer so nah dran, dass es für die DS schon reichen würde. Und im letzten Sektor hat er dann komplett aufgeholt. Einmal hat er ihn sogar auf der Start- und Zielgeraden überholt. Allerdings bringt ihn das natürlich nicht sehr viel, da der Lewis Hamilton danach natürlich gleich wieder DS hatte und konnte auf der langen Geraden. Und ja, gut, das kann man eigentlich sagen, das war es fast sogar schon vom Rennen, wirklich, weil danach sind Mark Webber und Lewis Hamilton haben sich gegenseitig Topzeiten hochgeschaukelt. In der 54. Runde fuhr der Lewis Hamilton die schnellste Runde und in der 55. wahrscheinlich aus Lust und purer Laune hatte Sebastian Vettel gedacht, ich hole mir nochmal die schnellste Runde und fahren nochmal die schnellste Runde, ist mit Abstand die schnellste Runde nochmal gefahren und ja, das wäre es eigentlich so an sich zum Rennverlauf. Oder hast du noch irgendwas, Arne? Nur, dass der gute Pastor Maldonado in der 31. Runde abgestellt hat. Warum auch immer. Gut, dann darfst du jetzt mit dem Rennergebnis nochmal kommen. Oh, dann fange ich mal an. Also, erster Sebastian Vettel, wie Vali eben schon gesagt hat. Dann der zweite Lewis Hamilton. Dritter der gute Mark Webber. Vierter Jenson Button. Fünfter Alonso. Sechster Massa. Und jetzt kommen wir von den Top-Teams weg, denn ein überraschender siebter Platz für Halimah Al-Ghezwari. Achter Nico Rosberg. Dann neunter Sebastian Buemi. Zehnter Paul di Resta. Elfter Adrian Sutil. Zwölfter Barrichello. 13. Bruno Senna. 14. Heikki Kovalainen. 15. Kamui Kobayashi. 16. Sergio Perez. 17. Jarno Trulli. 18. Timo Glock, 19. Daniel Ricciardo, 20. Jerome Ambrosio und 21. Vitantonio Liuzzi. So. Gut, das wäre es dann so, sag ich mal, das Rennergebnis. Dann kommen wir nochmal zu dem WM-Stand. Fahrerwertung hat sich nicht wirklich viel verändert. Natürlich, Sebastian Vettel ist weiterhin Weltmeister und wird es auch erstmal noch bleiben. Außer man möge irgendwas sagen, man findet ja noch irgendwas Illegales oder sowas, keine Ahnung, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Jenson Button konnte seinen zweiten Platz erstmal behaupten, konnte sogar noch ein bisschen ausbauen auf den guten Fernando Alonso, hat er 10 Punkte Vorsprung anstatt 8. Ja, aufgeholt so ein bisschen hat der Lewis Hamilton. Der hat jetzt knappe 26 Punkte Rückstand nur noch auf den Jenson Button bei 3 fahrenden Rennen. Gut, das wird ein bisschen schwer, besonders da ich so einen Eindruck habe, als wenn Button jetzt so ein bisschen auf seinem Hoch ist. Der ist die letzten 2, 4, 6 Rennen, hat er wirklich immer gute Leistung abgeliefert, war von den letzten 6 Rennen 5 Mal auf dem Podium. Und ja, ich glaube, wäre er in Silverstone nicht ausgefallen und in Deutschland auch nicht, denn wer hätte er sicherlich noch länger ein Wörtchen mitreden können in der WM? Und ja, gut. Natürlich die ersten 5 komplett abgeschlagen vom restlichen Feld. Felipe Massa noch immer, sag ich mal, der Einzige, der so ein bisschen enttäuscht von den Top 6 Fahrern. Und ja, die Teamwertung. Die Teamwertung ist jetzt auch endlich entschieden. Red Bull konnte sich heute die Teamwertung sichern und hat damit zum zweiten Mal Folge jetzt die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen, hat jetzt 558 Punkte auf dem Konto. McLaren auf Platz 2 mit 418,
Auf Platz 3 Ferrari mit 310 Punkten und Mercedes auf 4 mit 127 Punkten. Ja, gut. Renault ist heute leer ausgegangen. Force India hat einen Punkt gut. Sauber ist auch leer ausgegangen und Toro Rosso hat eindeutig aufgeholt auf Sauber. 8 Punkte haben die aufgeholt. Das ist doch sehr, sehr viel. Und ja, the best of the rest, sage ich jetzt einfach mal, ist Williams mit 5 Punkten. Lotus, HRT und Virgin haben alle 0 Punkte. Allerdings durch die besseren Ergebnisse ist Lotus vor HRT und dann kommt Virgin. Gut, das war's dann jetzt erstmal eigentlich vom großen Preis von Südkorea. Das Tippspiel werte ich morgen aus, aber so nicht wundern, falls ihr noch keine Tipps habt. Das mache ich morgen und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Arne, dass er dabei war. Kein Problem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, denn entweder bei den News oder wenn es heißt, der große Preis von Indien, die Premiere, mal gucken, ob da eine vernünftige Strecke ist mit vernünftigem Gelände oder ob wir da in der Sumpflandschaft irgendwo stehen. Mal schauen. Bei den Elefanten. Bei Elefanten, ja. Oder bei Kühen. Bei Kühe, weil Indien sind da Kühe. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da so alles passiert. Wahrscheinlich muss man die Strecke vorzeitig noch sperren, weil da Kühe auf der Strecke sind oder sowas. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was uns da erwartet. Und ja. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei den Formel 1 News. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao. Tschüss.